Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Marktforschungsvideos. Mein Name ist Jens Beyer und in diesem Video möchte ich Ihnen die Methoden der Marktforschung vorstellen, nachdem ich im ersten Teil des Videos einen Überblick über die wichtigsten Begriffe der Marktforschung gegeben habe. Zunächst mal kann man unterscheiden, wie die Daten der Marktforschung erhoben wurden. Da spricht man zunächst mal von der Primärforschung oder auch Field Research genannt. Das heißt, hier erhebe ich vollkommen neue Daten für einen speziellen Zweck. Demgegenüber steht die sogenannte Sekundärforschung oder auch Desk-Schreibtischforschung, Desk Research genannt. Hier werte ich schon vorhandene Daten aus, die mal bei einer anderen Primärforschung erstellt wurden, nutze diese vorhandenen Daten und werte sie jetzt für meinen neuen Zweck aus. Bei der Primärforschung gibt es verschiedene Erhebungsmethoden. Das können hier klassische Interviewbefragungen sein, aber auch moderne sogenannte, ja, mit technischen Mitteln erhobene Daten wie das sogenannte Eye-Tracking, wobei den Kunden ermittelt wird, wo sie hinschauen, zum Beispiel beim Durchlaufen eines Supermarktes oder aber auch eine unbewusste Videoüberwachung. Das alles gehört zu den modernen Formen der Primärforschung. Oder aber wir erstellen sogenannte Haushaltspanels. Da werden repräsentative Kundengruppen regelmäßig befragt zu ihren Kauf- und Konsumgewohnheiten oder aber auch, was jeder kennt, die verschiedensten Kundenkarten, sowas wie Payback-Systeme. Ja, hier nochmal die Schlagworte: Befragung, Beobachtung oder Experiment. Bei der Befragung, das könnte ein Interview sein. Bei der Beobachtung ist nochmal wichtig abzugrenzen vom Experiment, dass es sich hier für eine vom Kunden unbewusst vorgenommene Beobachtung, also eine unbeeinflusste Methode ist. Das hat dann auch wieder mit der Qualität der Ergebnisse zu tun, weil der Kunde ja nicht weiß, dass er in dem Moment ja Opfer in Anführungszeichen einer Marktforschung wird. Oder aber wir führen verschiedene Experimente durch. Das ist dann eben in Abgrenzung zur Beobachtung bewusst dem Kunden, dass er jetzt gerade Gegenstand einer Untersuchung ist, was natürlich auch wiederum die Ergebnisse beeinflussen kann. Zur Sekundärforschung nochmal, hier kann man die Datenherkunft aufteilen in entweder interne Quellen oder aber auch in externe Quellen. Bei den internen Quellen wäre ein Beispiel zu den Reiseberichten von Außendienstmitarbeitern. Das heißt, die erstellen ihre Reisedokumente eigentlich zu einem anderen Zweck als für Marktforschungszwecke, aber wir können das dann intern auch für solche Zwecke nutzen. Externe Sekundärforschung, das wären zum Beispiel statistische Jahrbücher oder alle möglichen Studien, die von Marktforschungsunternehmen erstellt wurden, die wir dann für unsere speziellen Zwecke verwenden. Ja, das soll es gewesen sein für diesen kurzen Überblick über die Methoden der Marktforschung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin viel Spaß beim Lernen.